gibt hier keine normale Erklärung für sowas. Das kenne ich nur zu gut. Das habe ich alles schon erlebt. Ich habe auch alle Klamotten aus dem Fenster geworfen und den Fernseher hinterher und den Videorekorder sogar. Die Frau tut mir so leid. Das ist so schlimm, wenn man eifersüchtig ist und man hat ja noch einen Grund dazu. Wow, die Kleine hat's ganz schön erwischt. Liebe auf den ersten Blick bei ihr, ne? Aber sie darf nicht vergessen, das ist der Vater von ihrer Freundin. Ach, meine süßen Zuckerschnecken, hier bin ich wieder. Ich habe euch natürlich gleich hier zu Beginn vom Video nochmal kurz die Sequenzen, die ich heute gefunden habe, als sich Iris Klein tatsächlich zum Thema Eifersucht geäußert hat, mal eingeblendet, ja? Und keine Angst, mir ist nichts passiert, aber ich habe schon meine Nachtcreme drauf und es ist ja 18.30 Uhr, Rosi schmatzt gerade im Hintergrund ihr Abendessen, falls ihr das hört. Das bin also nicht ich, der nebenbei hier jetzt was isst, sondern natürlich genau in dem Moment, wo ich hier was aufnehme, muss sie auch was essen. So, es gibt folgende zwei Updates. Also, zum einen mal einen Bildartikel, ja, und zwar, den ich super, super lustig einfach auch von der Überschrift fand. Ich habe den ja auch gepostet bei Instagram, wer mir da folgt, der hat es in der Story schon gesehen. Iris Klein Versteckspiel in Peters Auto. Ich lese mal kurz die wichtigste Stelle vor, ja. Bild bekam folgende Szene mit: Nach rund 30 Minuten holte Peter seine Noch-Ehefrau Iris ab. Also hier wird sie als Noch-Ehefrau bezeichnet, auch sehr interessant. Er fuhr mit dem Auto vor, sie gingen gemeinsam ein Stück, stiegen dann ein. Und siehe da, jetzt schob sogar Peters den Koffer seiner Frau. Am Vortag nach der Landung auf Malle musste Iris selbst ihr Gepäck schleppen. So, dann geht's weiter, bla bla bla. So. Offensichtlich wollten beide nicht miteinander gesehen werden, sahen ertappt aus. Iris hielt sich teilweise die Hände vor die Augen. Peter zog sich die Kapuze seines warmen Pullovers weit über das Gesicht. Motto: Hauptsache schnell weg hier. Völlig irre wurde es dann, als Iris hinten im Wagen einstieg und sich auf die Rückbank legte, sodass es aussah, als sei Peter alleine unterwegs. So, das war erstmal hier der Bildartikel, den ich ziemlich funny fand, aber jetzt hat sich natürlich auch Peter zu Wort gemeldet und das hören wir uns auch mal bitte, bitte an. So. Im Moment passiert ja sehr viel hier bei so um mich herum und es werden auch sehr, sehr viele Zeitungsberichte gezeigt und keine Ahnung, Dinge, die ich vielleicht gemacht haben soll oder die meine Frau gemacht haben soll oder sogar Yvonne gemacht haben soll. Also, was heißt denn gemacht haben soll? Ja, dann stell es doch einfach mal klar. Darauf warten wir ja alle, mein lieber Peter. Auch hier dieses sich auf die Lippe, Zunge beißen, so das nach vorne schieben, auch ein Zeichen großer Verunsicherung und Unsicherheit. Ich möchte euch mal ein kleines Beispiel geben, was so Presse eigentlich ist. Ja, jetzt sind wir gespannt, dass wir alle jetzt auch mal wissen, was Presse ist. In jedem Artikel sehe ich mein Alter und ich bin immer wieder erstaunt, weil ich gar nicht wusste, dass ich so alt bin. Also ich bin 55 Jahre alt, ja, geboren am 15.04.1967. Kann ich euch gerne zeigen, ich habe den Ausweis als Beweis. Also. Und jetzt muss ich mir ständig anschauen, dass ich eigentlich ja schon 63 bin. Ich frage mich, wo ich die letzten 8 Jahre war. Also ich frage mich, weil ich habe ja gesagt, und das ist ja jetzt auch nicht minder verwunderlich, ja, lieber Peter. Denn ich habe gesagt, für 63 siehst du ja ganz gut aus. Wenn ich jetzt erfahre, dass du 55 bist, nehme ich das mal kurz zurück. Hm. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir es die Bild-Zeitung sagen, vielleicht können wir es die anderen Zeitungen sagen oder die anderen Portale, die das immer wieder veröffentlichen. So viel zum Thema Recherche. Und genau diese Recherche, die letztendlich dazu führt, dass ich 8 Jahre älter bin wie normal, ist genau das Gleiche, was ihr jeden Tag lest. Viel, viel Müll. Weit ab von dem, was wirklich passiert ist, weit ab von dem, was Realität ist. Weil was passiert ist, das wissen eigentlich nur ganz, ganz wenige Personen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, teilt uns doch mal mit. Denn ihr steht im Fokus der Öffentlichkeit, im Fokus des Interesses. Deine Frau, oder wie die Bild-Zeitung sagt, noch
Ehefrau hat das Ganze zum Thema gemacht. Seit kurzem, seit du über 100.000 Follower hast, heißt du ja auch Peter Klein Official bei Instagram. Also bist du auch eine Person des öffentlichen Lebens und stehst somit im öffentlichen Interesse. Bestimmt keine Zeitung und bestimmt keine Online-Portale, in denen ihr so fleißig kommentiert mit euren Hasskommentaren und euren ganz tollen Meinungen, die ihr über die Menschen habt. Ihr sagt immer, ich soll mich schämen. Ich? Vielleicht solltet ihr euch mal schämen. Na ja, ist ja klar. Jetzt mache ich einfach mal Täter-Opfer-Umkehr. Solltet ihr euch vielleicht mal Gedanken machen darüber, was euch dazu bewegt, überhaupt sich ein Urteil über Menschen zu bilden, die ihr gar nicht könnt. Ja? Könnt oder kennt? Das ist vielleicht etwas, wo man sich Gedanken drüber machen sollte. Naja. Wisst ihr, sich eine Meinung zu bilden über Menschen, die man nicht kennt, das ist ganz einfach. Man kann das ja auch gerne machen, aber man soll es wirklich immer für sich selbst behalten und soll es nicht in die Öffentlichkeit hinaus posaunen, in der Hoffnung, dass man Aufmerksamkeit generiert, weil das... Könntest du das mal deiner noch Ehefrau vielleicht sagen? Also ich finde ja, das solltest du ganz genau mal Iris sagen. Oder vielleicht schaut sie sich's auch eventuell an. Machen sehr viele und viele springen aktuell auf diesen Zug auf, warum auch immer, keine Ahnung. Weil es die Leute interessiert. Macht's einfach. Aber verschont mich bitte mit euren dummen Argumenten und euren dummen Beleidigungen auf meinem Profil. Da habe ich keine Lust dazu. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Gedanken sind frei oder sollten zumindest mal frei sein. Das will ich euch nicht verwehren. Aber bitte verschont mich mit eurer Wahrheit. Weil die brauche ich mit Sicherheit nicht. Nein. Bestes Beispiel heute. Ich bekomme eine Nachricht von einer, die diskutiert allen Ernstes mit mir über mein Alter. Sie will mir sagen, wie alt ich bin. Und das ist genau das, was aktuell im Internet... Ja, ihr Lieben. Oh, da war dann die Story fertig. Das hat er dann irgendwie wahrscheinlich nicht ganz so geblickt. Lieben, so ist das. Viele von euch schreien nach einer Stellungnahme von mir zu der Situation. Ja, wir schreien danach. Situation aktuell. Nee. Was heißt denn hier, nee? Hat er seine Story jetzt auch verkauft? Das ist jetzt mal kurz die Frage, die ich mir stelle. Hier gibt es keine Stellungnahme. Stellungnahme gibt es hier nur in einem fünfstelligen Betrag, ja? Warum sollte ich die geben? Warum? Bin ich euch Rechenschaft schuldig für das, was ich tue? Ich glaub's nicht. Naja, wenn es in der Öffentlichkeit nun mal jetzt ist, vielleicht schon. Weder ich noch irgendeine andere Person sind euch Rechenschaft schuldig. Also das sehe ich anders in diesem Fall. Ich würde jetzt auch nicht sagen Rechenschaft schuldig. Nur wenn man etwas so austrägt, dass man seit knapp 3 Wochen jeden Tag einen Header auf der Bildzeitung hat, ja, sorry, dann steht es wirklich einfach in einem öffentlichen Interesse. Sorry. Also was anderes, selbst ich habe nachgezählt. Ich habe jetzt 16 Videos zu euch gemacht. 16 Videos zu euch. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich über Iris Klein 16 Videos mache. Ich meine, es amüsiert mich natürlich, aber bitte, ey, Leute. Ihr lest das, was ihr in der Presse lesen wollt, macht euch euer eigenes Bild und habt im Prinzip ja sowieso eure vorgefasste Meinung. Jetzt wird also auch noch angedeutet, wir würden alles im Mund herumdrehen. Wir gucken es uns nur sehr genau an, wie du etwas sagst und wann du eben auch die Wahrheit sagst oder auch die Unwahrheit. Warum? Und hier immer wieder die Verunsicherung, immer wieder der Blick nach unten. Sollte ich diese Meinung von euch widerlegen? Ihr glaubt es doch sowieso nicht. Ihr glaubt das, was in der Presse steht, das sieht man ja immer wieder. Also wir glauben... Das, was in der Presse steht, dass also Yvonne sagt, da war nichts, ja. Und die Wahrheit sieht jetzt also anders aus, oder wie darf ich es verstehen? Man sieht es ja am Alter. Selbst da muss ich Grundsatzdiskussionen führen. Quelle Horreur. Und von daher, lasst einfach gut sein. Ich melde mich einfach wieder, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, ich weiß es nicht genau. Und... Achso, ich habe ganz vergessen. Habe ich ein bisschen in Rage geredet, aber ist das egal. Es muss auch mal raus. Es gibt natürlich auch die netten Menschen, die mir ja Mut zusprechen und die. Vielleicht hat er das auch zu Yvonne in Australien gesagt. Es muss halt einfach mal raus. Hier, Down Under. Die mir nette Worte schicken
denen sage ich jetzt hiermit mal ein herzliches Dankeschön dafür. Ich finde es richtig toll von euch, dass ihr auch in dieser Situation zu mir steht. Natürlich kann jeder denken, was er will, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass es auch Menschen gibt, die einfach nicht boshaft sind, die einfach verständnisvoll sind für die Situation, die aktuell besteht und vielleicht sogar ihre Hilfe anbieten. Also wenn wir ja genau wüssten, was war, würden wir ja auch die Hilfe anbieten und ein anderes Verständnis vielleicht zeigen. Aber solange wir ja überhaupt gar nichts erfahren, ehe dann die große Doku-Soap kommt, haben wir halt auch weniger Verständnis, Peter. Gibt's auch dafür. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, von hier aus. Ich wünsche allen, egal wer es ist, noch einen schönen Tag. Genießt den Abend. Und ja, wie gesagt, ich melde mich einfach wieder, wenn mir die Laune danach ist. Aller gut, dann haben wir das doch jetzt mal gehört, meine Lieben, ja. Mensch, ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich habe es ganz gut kommentiert. So langsam denke ich, dass tatsächlich wieder etwas mehr dran ist, aber man ist komplett verwirrt. Welche Meinung habt ihr jetzt? Lief etwas oder lief nichts? Ich möchte das jetzt in den Kommentaren lesen von euch. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ja, schaut auch gerne mal die Shorts an oder auch die Reels auf Instagram, denn auch mit dieser kleinen Webserie, die ich da jetzt mache, die kleine Welt der Kleins, ajo, da geht es jetzt jeden Tag weiter. Also, bis dann. Ciao, ciao.